Same exercise, but with a more nervous horse. So, jetzt das gleiche nochmal mit einem ängstlichen Pferd. You'll have to adjust your strides during the approach phase again. Reassure him. So, das klicke ich jetzt mal durch, weil das habe ich eben schon erklärt. Der wird gerne mal ein bisschen langsamer, der kleine Scooby-Doo. Der ist ein bisschen ängstlicher. Dann gehen die Hindernisse, die Hufeisen weiter nach hinten. Das war in dem Fall perfekt. Der hat nämlich jetzt von selber das Tempo angepasst. Das heißt, wir müssen immer gucken, wir müssen immer so ein bisschen im Auge behalten, wie... Ja, bewegen sich die Hufe. Jetzt hat er aber gerade angezogen. Heidenei, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Das hätte ich jetzt nicht von ihm erwartet. Wieder. You've mastered the art of the stride. You're almost done with training. Jo, wir sind mit den Galoppsprüngen klargekommen und wir sind fast fertig mit dem Training. Let's move on to holding your balance during jumps. Everything boils down to timing here. First, we'll focus on the takeoff, when your horse puts pressure on its hind legs. Jetzt wird's noch mal ein bisschen kompliziert, denn wir müssen in diesem Spiel über dem Sprung die Balance halten. So. To keep your balance during a jump, you have to lean forward during the takeoff and then back during the landing. Let's focus on the takeoff first. Ja, wir müssen uns beim Absprung nach vorne lehnen und bei der Landung nach hinten lehnen, wie beim echten Springen. Und er bringt uns jetzt erstmal bei, dass wir uns nach vorne lehnen, wenn das Pferd abspringt. When you approach a jump, a balance gauge appears in the middle of the screen. To keep perfect balance, the arrow must stay at the center of the gauge. Ja, im Bildschirm wird gleich eine Balanceanzeige erscheinen. Und damit wir die Balance halten, muss der Pfeil am besten in der Mitte dieser Anzeige bleiben. You have to judge the right moment to lean forward. To lean forward, press the up arrow key on your keyboard. Let your horse guide you and focus on staying balanced. So, wir müssen den Pfeil nach oben drücken, um uns nach vorne zu lehnen. Wow. Ja, ansonsten passiert das. Ich find's persönlich... You leaned backward too far. Keep your balance with the up key. Boah, guckt der böse. Ich persönlich finde es sogar leichter, sobald wir beides trainieren, sobald wir beides machen müssen. Schon wieder! You leaned backward too. Ja, halt die Klappe. Ich finde das, das fand ich immer schwer im Training. Oha. Ja, und dann wird das Pferd nämlich auch langsamer, wenn wir es nicht geschafft haben, das Tempo zu halten. Dann haben wir das Pferd nämlich im Sprung behindert und dann verlieren wir nämlich ein bisschen Zeit. Hä, ich muss es sehr wohl schon, ich kann sehr wohl schon beides machen. Oha. You are a talented student. Danke, and danke. Now the second phase, the landing. As soon as your horse enters the down phase of the jump, you have to lean backward to compensate. Genau, wir müssen uns nach hinten lehnen, wenn das Pferd aufkommt. Das kann ich jetzt auch wieder durchklicken, weil das habe ich euch auch eben schon erklärt. Das war gut. Das war echt nicht schlecht. Ein bisschen zu weit nach vorne gelehnt. Ups. Okay, zwei Hindernisse noch. Ja, könnte man noch ein bisschen besser hinkriegen. Well done. You've almost finished training. Let's make sure you have the balance phase under control. For the next exercise, you'll have to keep your balance through the entire jump. Takeoff and landing. Eigentlich haben wir das die ganze Zeit jetzt schon gemacht. You will now have to stay right at ja, er sagt jetzt, dass wir... Das klicke ich jetzt einfach weg, weil das haben wir uns jetzt schon so oft angehört. Er sagt jetzt einfach nur nochmal, dass wir jetzt eben die Balance während des kompletten Sprungs halten müssen. Guckt das an und es klappt sofort. Kümmere ich mich selber drum, funktioniert das hier auch. Mensch. Nicht immer perfekt. Das ist gar nicht so einfach, das entsprechend zu steuern. Aber wie gesagt, das ist das, was ich an dem Spiel wirklich so cool finde. Das ist nämlich hier die Balance zu halten. Das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, das ist das einzige Spiel,
wo wir das machen müssen. Congratulations. Now you just have to pass the final test. We will finish your training with a small test to make sure you understand everything. A real course, just like in a competition. Ja, und jetzt müssen wir, um sicherzugehen, dass wir alles verstanden haben, einen echten kleinen Parcours bewältigen, wie auf einem richtigen Turnier. You have now reached the end of your training. It's all gone by so fast. Oh, sie werden so schnell erwachsen. Ja, wir haben das Ende unseres Trainings erreicht und es ist so schnell gegangen. I have complete faith in you. This course will require you to use everything you know. Ja, er glaubt, dass wir es schaffen können und in diesem Parcours müssen wir alles zeigen, was wir gelernt haben. I want to be sure you're completely ready, so you will ride just like in a competition. You will be timed and a maximum of 2 refusals are allowed. Be careful. Falling counts as a fail. Genau, hier wird alles wie in einem echten Turnier gewertet. Wir haben eine Zeitvorgabe. Wir dürfen maximal, also wenn bei der zweiten Verweigerung, werden wir disqualifiziert und auch bei einem Sturz sind wir direkt draußen. So, also, erstmal hier. Ja, nicht zu schnell ran. Ja, perfekt. Übrigens gibt es hier in dem Spiel immer noch so mega coole... Ja, man kann sich da seinen Ritt nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier beim Training auch so war, aber wenn man das da ein bisschen durchlaufen lässt, dann kriegt man immer nochmal ein Replay von seinem Ritt. Das fand ich immer mega cool. Und ich habe überlegt, ob ich dazu vielleicht immer so ein kleine... so ein Best-of zusammenschneide sonntags. Dass sonntags gar keine... Wow. Nein. Ja, dann ist unser Pferd nämlich auch ein bisschen mad. Ihr seht es hier, wenn eine Stange gefallen ist. Das mag es nicht so gerne. Und da muss das erstmal wieder runtergehen. Das geht eigentlich nur runter, wenn wir langsamer reiten. Aber ich will nicht langsamer reiten. So. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wenn wir das so machen, dass ich halt sonntags vielleicht ein kleines Best-of zusammenschneide. I knew it. You were born for competition. You've exceeded my expectations. Ich wusste es. Du bist für den Wettkampf geboren. Du hast meine Erwartungen erfüllt. I'll miss you. But I'll be watching you to see how you do in your competitions. You have great potential. Er sagt, er wird uns vermissen, aber er wird uns definitiv weiter verfolgen und gucken, wie wir uns in den Wettkämpfen schlagen, denn wir haben großes Potenzial. Cross country is an eventing ride that will seriously test your horse's endurance. We will now study how to handle its fatigue depending on the course's configuration. Und es geht direkt weiter mit der Vielseitigkeit. Cross country, also Vielseitigkeit, ist ein Geländeritt. Beziehungsweise, ja, Cross-Country ist ein Geländeritt, der wirklich die Ausdauer vom Pferd testen wird. Wir werden uns jetzt angucken, wie man das eben, wie man die Ausdauer vom Pferd je nach Kurs handeln kann. The horse's fatigue is shown by the horse profile inside the gait gauge. In this exercise, you must control your horse, so you don't go past the limit displayed on the fatigue scale. Don't forget to go through the cones along the course. So, ach, jetzt habe ich das gar nicht übersetzt. Ups. Wir sehen da rechts die Ausdaueranzeige. Also wir sehen einen Streifen. Und wir müssen immer mal wieder zwischendrin... müssen wir gucken, da sollten wir nicht drüber kommen. Und wenn wir bergauf reiten oder geradeaus und wir sind schnell unterwegs, dann füllt sich dieses rote Level in dem Pferdekopf. Wenn wir jetzt bergab reiten, dann geht das wieder runter, auch wenn wir schnell reiten, weil das Pferd nicht so viel, nicht so viel Ausdauer verbraucht. Ups, alalalalala. Alalalalalong. Alalalalalonglonglilonglonglong. So, jetzt geht es wieder runter. Gleich wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen hochgehen, weil jetzt geht es auch ein bisschen bergauf. Ja, jetzt geht es wieder ein bisschen nach oben. Aber wenn wir bergauf reiten, ihr seht es schon, wird das Pferd auch automatisch... As you saw, the horse tends to get carried away on the downward slopes and to slow down on the upward slopes. It's your job to decide on the drill.
Dann wird es auch ein bisschen langsamer. Genau das, was ich euch eben alles erklärt habe, hat er uns jetzt gerade auch nochmal erklärt. When your horse is exhausted, its physical skills are impaired and your course timing will suffer. In this exercise, you have to push your horse as hard as you can without making it too tired and finish in the given time.